Hallo Leute, hier sind wir wieder zu einer weiteren Ausgabe von How to Build a Warrior. Letztes Mal sind wir stehen geblieben bei der Technik, soweit ich weiß. Da hat Mats seinen Bombenabwurfmechanismus gerade gebaut und wir waren unten bei den Eingängen. Allerdings ist uns gerade in dem Moment eingefallen, dass wir eventuell als erstes das Warrior mal mit Wolle verkleiden wollen. Irgendeiner Wolle, das heißt nicht irgendwie eine farbige Wolle. Ich würde aber das Graue von den Füßen weiterführen. Ich würde es erstmal übernehmen, das können wir später im Enddesign nochmal ändern. Das Wichtige ist nur, wenn man die Technik macht, ist es wirklich hilfreich, erstmal eine gewisse Wollverkleidung zu haben. Damit man genau weiß, wo man zum Beispiel Pistons verstecken kann und wo nicht. Oder ja, genau. Wo man auch einen Block Platz hat und wie wo wir nicht. Es machen mit der Wollverkleidung, haben wir schon im letzten Teil, glaube ich, gezeigt. Und dementsprechend werden wir das jetzt auch so machen. Allerdings machen wir euch zuliebe einen Cut rein, weil es sonst alles viel zu lange dauert und uninteressant ist. Also sieht man sich jetzt hier gleich bei einem verkleideten Warrior wieder. Wahrscheinlich tun wir das, oder? Nee, Spaß. Ja. So, jetzt ist der Vogel eingekleidet mit grauer Wolle. Ihr seht's. Und es hat sehr lange gedauert und war sehr nervend. Ja, allerdings. Es war schon ein paar Nerven gezogen. Aber mein Gott, so ist das Wargebauen dann mal. Und dann kommt nicht dran vorbei. Aber ich finde, es bringt jetzt nochmal eine ganz andere Stimmung rüber in die. Es sieht richtig evil aus. Ja, also wir müssen auch sagen, es ist vor allem dann jetzt wichtig, wenn wir jetzt mit der Technik weitermachen, damit man Platz hat und weiß, wo man was hinbauen kann. Ne? Und nicht wundern mit diesen Bäumen hier, das ist einfach da haben wir den grauen Wollblock, den wir hier eben benutzt haben, haben wir da begraben. Beziehungsweise der ist da gestorben. Machst du nichts, ne? Nee. Dummer Zufall. Jo, was machen wir jetzt? Wir machen weiter mit dem Eingang, würde ich sagen. Mit dem Eingang, ja. Das ist die Frage, wie weit warst du da denn mit diesem Grot-Dings? Ich weiß es im nächsten Teil auch nicht mehr. Oi. Warte, einfach mal kurz testen, ob es funktioniert. Wie war der Code? An, Weg. Aus, Button, glaube ich. An, aus. Okay, es funktioniert nicht. Also ich muss nur was machen. Okay, dann machst du das hier. Dann versuch ich vielleicht vorne die Scheinwerfer anzuschließen schon mal. Auch ein bisschen noch ein paar zu tun. So, komm, da mal her. So, ja. Oh, Fail. So. Genau, so das hier, das hier, das hier, das müsste aber passen. Da kommt das Signal. Wuss. Wie ist der Pisten ausgefahren? Hallo? Im Ernst? Ey, diese Pistenbugs sind so zum Kotzen. Oh ja. Ja, natürlich. Warte, war das ist glaube ich sogar der oder? Hier, oder? Das ist sehr seltsam. Seltsam, aber auch. Ah, hier können wir das Signal nehmen, oder? Und das ist hier mit der. Naja, das ist das Problem mit der Symmetrie. Wobei wir uns da auch behelfen können. So, ist mir aufgefallen. Hier wird man das Kabel sehen. Machen wir einfach eine Änderung am Aussehen. Fällt hier niemandem auf. So, jetzt können wir es hier bauen. Oh, hoppla. Moment, wo war der Block? Hier. So. Gut, jetzt können wir nämlich das hier weitermachen. Das heißt, wir können hier eine Fackel hinbauen. Und irgendwie ein Signal runterlegen. Hoffe ich zumindest.
Ja, das können wir. Machen das nämlich einfach so und dann können wir es wieder hier hinlegen oder so. Boah, das ist so nerven. Mit diesen blöden Repeatern, dass man hier teilweise nicht gescheit rüberlaufen kann. Oh ja, das ist erneut. So, jetzt müsste das aber funktionieren, glaube ich. So, jetzt müsste es funktionieren, glaube ich. Was? War das denn wieder für ein Fail? Oh no, natürlich. Aha, Fail. Das ist natürlich blöd. Ach nein, lol, was tue ich hier eigentlich? Das ist ja bescheuert. Warte. Okay, das geht nicht. Ah, das ist natürlich blöd so. Das leitet hier natürlich auch kein Signal durch. Das ist ja nochmals bescheuert. Brauche ich hier eigentlich einen Repeater? Müsste das Signal aber hier. Oh, das geht ja sogar, oder? Geht das? Ne, es geht nicht. Verdammt. Obwohl. Was sollen wir hier einleiten? Muss man das hier wieder umleiten? Das ist eigentlich auch schon wieder blöd. Das muss man eigentlich schauen. Das ist halt ziemlich schwierig, hier jetzt auch so ein Code-Schloss reinzubauen. Vor allem mit den Leitungen. Das ist einfach Leitungsverleg auf so geringen Raum. Schon ziemlich schwierig. Meine Idee war eigentlich, wenn wir. Das ist im Prinzip der Reset. Dann müssten wir direkt auf eine der beiden Fackeln Speicherzelle direkt drauflegen. Und es müsste logischerweise die sein, die, wenn sie geresettet wird, das wäre natürlich dann so, die Stelle, die ausgehen müsste. Die ist. Nein, was glaube ich? Die muss eigentlich die hier hinten resetten. Okay, Mist. Jo, du bist dran, den Eingang zu machen, oder? Ja, genau. Du bist davon dran. Mach gerade die unteren Scheinwerfer, die waren ganz einfach. Bin jetzt gerade an den oberen. So, lass werden jetzt gleich funktionieren. Ich frage, ob du das die von da ansteuern willst. Den hier halt immer mit deiner Decke. Wahrscheinlich nicht, aber das können wir dann immer noch umlegen.
Jo, funktioniert aber schon mal ganz gut. Das sehe ich gern. So, richtiger Code. Ist offen. Reset. Ist zu. Richtiger Code. Geht auf. Reset. Geht zu. Sehr schön. Ah, jetzt muss ich noch die Pisten aus den Augen muss ich noch mit dem Hebel ansteuern. Alles klar, okay. Dann let's do this. Komm ich hier mal zu, da braucht niemand mehr. Ich kann die Pistons finden. So, jetzt muss ich mal nochmal testen. Zack, zack, zack. So, irgendwas klicken. Moment. Wo war dieser Reset-Knopf? Den hab ich wohl gepackt. Hä? Hatten wir den Reset-Knopf noch gar nicht hingelegt oder was? Das wäre natürlich sehr scheiße jetzt. Ich muss teilweise auch wirklich alles Zeug weggriefen. Ja, mach ich gerade auch hier vorne. Warte, woher kommt denn der Reset-Knopf her? Oder er ist da? Ach lol! Oh Mist, ich glaube, ich habe ihn zugebaut. Lol. Ich hab aber zugebaut. Okay, das funktioniert gut. Lol, wieso hat es gerade eben nicht funktioniert? Diese Logik. Minecraft-Logik incoming. Okay, das Problem ist natürlich, wenn du jetzt hier Shift drückst auf der Leiter, dann kannst du den Button nicht drücken. Dann musst du hier. Oh no! Du musst hier sehr geskillt sein. Ah, das ist eigentlich blöd so. Vor allem kommst du richtig in die Technik rein. Man macht es einfach so, dass man hier einfach so reinläuft und dann hier den Reset-Knopf. Das macht es am besten echt so. Okay, gut. Und dann gucken wir auch schon auf die andere Seite, dass man hier auch rauskommt aus dem Borg. Das ist das Einfache, logischerweise. So. Hier bauen wir was ganz Einfaches rein. Nämlich so eine Pistentür, die aufgeht, wenn man auf eine Druckplatte steigt. Ja. Wie vorhin alle Blöcke entfernen, die wir hier nicht brauchen. Hoppla. Die brauchen wir. So, das muss hier eigentlich auch schon reichen, wobei wir aufpassen müssen. Ne, wir können es nicht mit Druckplatte machen, da wir hier nichts unter dem Fuß verlegen können, weil der wohl gern kopierbar sein muss. Also machen wir es mit dem Namen. Ich frage, ob wir so eine Klasse. So eine Tür bauen. Oder ob wir vielleicht sogar. Haben wir Platz dafür? Ich frage, ob wir darüber Platz haben aktuell. Oh, hoppla. Nein, ich glaube nicht. Beziehungsweise, ne, es wäre eigentlich. Wobei, versuchen wir es mal. Das haben wir als Platz, das haben wir als Platz. Weil das ist eigentlich echt eine ganz einfache Schaltung und. Einfach damit mit man erkennt, wie man sowas zum Beispiel baut, weil so eine einfache Pistentür ist einfach viel zu einfach und deshalb machen wir das mal nicht. Das müsste eigentlich sogar ziemlich einfach gehen. Moment. Wir müssen zuerst die Stelle powern, wo die Pistons hingeschoben werden. Also wir bauen uns im Prinzip eine Tür,
Die geht auf Buttondruck auf und dann geht sie wieder hinter einem zu. Dass man von außen hat man das so verriegelt normalerweise. Und wenn es aufgeht, sieht es so aus. Im Prinzip. Das ist, was wir bauen, erstmal. So, wir heißen, diese beiden Blöcke müssen gepowert sein. Und das können wir hier sogar relativ einfach machen. Mit Hilfe eines Repeaters. Powert den unteren. Warte, müssen wir testen. Wird das irgendwie gepowert? Ja, wird es gut. Sehr schön. Und das muss vor allem zuerst gepowert werden und danach die hinteren. Das ist eigentlich immer dasselbe, wenn man sowas baut. Und das müssen wir einfach hinten drum verlegen, das Kabel. Das ist total einfach. Und immer natürlich aufpassen, dass die maximale Redstone-Reichweite nicht überschritten wird. Das ist immer sehr oft ein Fehler, der einem einfach oftmals auch einfach nicht auffällt. Nur. So, und packen wir hier rein. Das heißt, wir haben einen Unterschied. Hier ist ein Tick drin, hier sind zwei Ticks drin. Von zwei Ticks. Und das ist der Unterschied, den man braucht. Kleiner funktioniert nicht. Dann machen wir am besten hier den Button hin. Okay, so funktioniert es nicht, weil es hier nicht gedingst wird. Können sich auch einfach so machen und hier den Button hinpacken an die Seite. Und weil es halt ein bisschen blöd ist, den Block dürfen wir im Prinzip nicht machen. Obwohl, könnten wir das so machen? Dann machen wir einfach hier einen Tick mehr rein. Packen wir Redstone hin. So. Und jetzt müssen wir natürlich noch aufpassen. Standardmäßig soll das ja ganz sehr zu sein. Das heißt, dass wir. Das müsste eigentlich schon funktionieren. Dass wir hier noch eine Redstone-Fackel brauchen. Hat sich schon mal gut angehört. Oh, scheiße. Okay, Mist. Hi, Matze. Doch nicht so gut angehört. Wow, that was random. Ja, ich habe mich fail geportet, muss ich sagen. Leute, wo bin ich? Hier bin ich. Okay, das ist natürlich jetzt blöd. Okay, das ist ziemlich blöd. Bauen hier durch die Blöcke. Oh, natürlich, wir sind blöd. Natürlich sind wir blöd. Ach, das ist ja richtig blöd. Was heißt wir? Du, wenn dann, oder? Ja, ich. Dachte gerade schon. Warum die Scheinwerfer? Was anderes mache ich nicht. Jetzt mache ich sowas, was man öfters macht, wenn man gerade was Tolles bauen will und einem auffällt, dass es nicht funktioniert. Einfach komplett wegreißen. Nee, das Design ein bisschen ändern. Hust. Ja, solange es nur ein bisschen ist. Ja, es fällt eh nicht auf. Sieht der Fuß zwar hinten sehr mega breit aus, aber. Jalla, brauchen wir nicht. Scheiß drauf und so weiter. Es Genauso sehe ist ich allerdings nur das die auch. Frage, wie wir das hier powern werden. Das ist allerdings jetzt ein Problem, muss ich sagen. Was ist das denn hier? Oh Was ist lol. das denn hier? Was für ein Fehler. Jetzt. Gut, was machen Das ist natürlich blöd. Was ich jetzt natürlich vergessen hatte gerade eben, ist, dass wenn wir hier vorne Pistons hinfahren, die müssen natürlich auch einen Block wegschieben. Und dieser Block, der muss natürlich auch erst rausgefahren werden, deshalb brauchen wir hier noch Pistons. So. Einfach wäre es, jetzt würde man einfach hier oben Redstone drauf platzieren können. Das können wir leider gerade nicht.
Eventuell können wir es von der anderen Seite machen. Okay, Mist. Egal. Wie haben wir denn unter der Brücke Platz eigentlich? Ah, doch schon ein bisschen. Warte, das machen wir jetzt so. Das ist perfekt, nämlich. Wenn das hier wegreißen kann. Dann kann ich nämlich gleich die zwei Lichtdings zusammenführen. Wo willst du das Licht steuern oder angesteuert haben? Seite, Boden, unten, oben, links, rechts? Wie meinst du das? In der Brücke Ja, meinst die du? Scheinwerfer. Nein, die Scheinwerfer. Ja, du meinst der Schalter fürs Brückenlicht, für die, der Schalter für die Scheinwerfer. Scheinwerfer in der Brücke, oder wie? Genau. Ja, das ist Brückenlicht hier, oder wie? Nein, das sind die Scheinwerfer. Das sind die oberen Scheinwerfer im Moment. Und die unteren Scheinwerfer, die werde ich hier links Ach, hast du es außen. vorhin gerade schon eingebaut mit den Pistons? Was? Da. Das Oder? mit den Pistons, das funktioniert schon, ja. Das ist aber das untere Licht. Warte, so, das ist noch von hier gesteuert. Das ist das Ah, untere das sieht cool Licht. aus. Müssen wir aber allerdings vielleicht später schon was holen. Klar, die Lichter Was? müssen wir noch zusammenlegen. Deswegen frage ich ja, von wo du es gesteuert haben willst, weil, guck, komm hier rüber. Dann lege ich das obere Licht und das untere Licht hier zusammen auf einen Hebel. Das geht ja relativ einfach. Wir machen es am besten Ja. irgendwie hier hin. Hier rechts, okay. Hier oder so. Okay. Genau. So, dann machen wir das so. Dann machen wir hier schon mal den Hebel hin. Scheinwerfer ist normalerweise eigentlich das einfachste Technische, was man im Borgi bauen kann. Ja, es ist halt nur die Frage, von wo du es steuern willst, aber so geht das easy. Nee, warte. Das ist der falsche Fuß, glaube ich.